Und ja, weiterhin, wie man sieht, bin ich da in die Ecke angefangen. Man arbeitet langsam weiter und jetzt eigentlich den letzten 18, 20 Meter. Warum macht man das nass? Man muss es nass machen, weil die Algen im Teppich dann flüssig werden und die kann man das mit der Kehrbürste und die Drückwalze rausdrücken. Algen wachsen eigentlich immer. Man hat hier Bäume am Seite, da fallen ein bisschen Samen runter. Die Samen setzen sich in den Teppich, dann bekommt man langsam an Algen, auch in die Ecke, wo weniger gelaufen wird. Und wenn man das einmal im Jahr eigentlich beseitigt und reinigt, dann hat man das im Griff. Sind das immer Kunstrasenplätze oder immer auch Kunstrasen? Ja. Und so um die 8, vielleicht 10% von den Plätzen sind Hockey wie diese. Und weiterhin sind es alle Fußballplätze. So eigentlich wie zwei Plätze weiter. Sand mit Gummi und so weiter. Wie alt sind Sie? Aus welcher Stadt kommen Sie genau? Aus Oss, in die Nähe von Nimwegen, bei Kleef, gleich über die Grenze. So 20 Kilometer, dann bin ich schon in Deutschland. Wie lange dauert das, diesen Hockeyplatz, also diesen speziellen, zu reinigen? Wie viele Stunden brauchen wir? 5-6 Stunden, um es so zu reinigen. Und dann kann es einigermaßen wieder abtrocknen. Da muss ich alles nochmal nachlaufen, ob man lose Stellen hat. Weil man sieht vielleicht da am Seite sind zwei Linierungen. Da war ein Eckenloser und die Maschine hat gleich so ein Stück rausgenommen. Das muss dann alles wieder verklebt werden. Dann wird nochmal nachgesehen, ob es keine große Verschleißstelle gibt in Abschlagstelle. So die Ecke und hier diesen Punkt. Und wenn das alles gut ist, kann man Bericht machen und ist mal fertig. Ich bin heute um 7 schon angefangen. War ziemlich früh anfangen, dann ist es noch nicht so heiß, dann kann man so viel wie möglich machen. Und ich denke so um 4 heute Nachmittag fertig. Ja. Ja. Können Sie uns ein bisschen was über Ihre Maschine erzählen, mit der Sie das machen? Wenn man fährt, hat man hier die Kehrbürste, die macht eigentlich all die Dreck nach vorne Seite. Weil er unter einem Winkel steht, schiebt er alle Dreck zum nächsten Bahn, die man noch machen muss. Genauso mit der Walze. Die Walze drückt eigentlich Wasser mit Dreck hoch und verschiebt es zur Seite. Und diese Seite ist dann wieder die nächste Bahn, wenn man zurückkommt. So jedes Mal nur eine Bahn und dann kommt man zurück. Und das wird ja mit Wasser gemacht. Wie viel Wasser verbrauchen Sie da so? Boah, ich denke 10, 12, vielleicht 15.000 Liter. 15.000 ja. Liter? Ja, aber wenn man die Sprenkler anmacht, dann läuft in einer Minute, ich glaube, schon 600 Liter durch. Okay, also es geht ziemlich ratzfatz. Ja. Okay. Ja. Wie alt sind Sie? Können Sie mir das noch 45. Sagen? 45 und ja. Beruf, was sagt man dazu? Kunstrasenspezialist. Ich mache hauptsächlich die Reinigung. Ja. Aber auch, wenn ein Kunde zwischendurch Probleme hat mit lose Stelle, dann fahre ich dahin, um alles zu reparieren. Mhm. Muss auch gemacht werden. Ja, klar. Okay. Haben Sie das von Anfang an gemacht oder haben Sie mal was anderes gelernt? Ich bin eigentlich technisch Ingenieur. Okay. Ja. Aber da habe ich im Büro gesessen. Nach einem Jahr habe ich mir gedacht, ich muss einen anderen Beruf suchen, dass man draußen ist. Aha. Sie sind gerne an der frischen Luft. Ja. Okay. Ja. So, eigentlich habe ich die falsche Arbeit damals. Aber der Vorteil ist, wenn man schon technisch zugelegt ist, dann kann man die Maschine auch selber entwickeln und umbauen, genau wie man denkt, dass es funktionieren muss. Also Sie bauen da auch selber ein bisschen... Ja, alles ist eigentlich auch, die Kehrbürste ist auch total umgebaut. Weil original hat er zwei Räder, wo man die Walze hat. Und wird er eigentlich nur benutzt, um Straßendreck abzunehmen. Und wir haben alles umbauen müssen. Und wie viele Maschinen gibt es davon? Von dieser ja. Nur zwei. Nur zwei? Ja. Also deutschlandweit oder europaweit? Oder was? Eine in Deutschland und die andere beim anderen Firma, die Holland und Belgien macht. Ah, okay. Ja. Also schon was Besonderes auch für die Hockey-Jungs hier des HSB. Ja, stimmt.